Günstige Server gibt's bei Zap Hosting, Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eine MySQL-Datenbank auf euren Linux, V- oder Root-Server installieren könnt. Als erstes updaten wir den Server mit apt-update und anschließend führen wir den Befehl apt-upgrade-y aus. Als nächstes installieren wir noch ein paar Pakete, die wir für die folgende Installation benötigen, mit folgendem Befehl und drücken auch wieder die Enter-Taste. Nur noch schnell den Key für die benötigten PHP-Quellen hinzufügen und anschließend die Paketquellen installieren. Anschließend wieder updaten. Und als nächstes installieren wir den Apache 2 Webserver. Nun noch ganz fix die ganzen PHP-Sachen installieren mit folgendem Befehl und auch wieder die Enter-Taste drücken. Und nun können wir schon anfangen, den MySQL-Server zu installieren, beziehungsweise MariaDB, das ist der Ersatz für MySQL seit Debian 9. Einfach folgenden Befehl eingeben und die Enter-Taste drücken. Ihr findet übrigens auch alle Commands unten in der Videobeschreibung einfach zum Rauskopieren. Und nun noch folgende Befehl eingeben, um die Konfiguration des MariaDB-Servers sicher abzuschließen. Da wir aktuell noch kein Root-Passwort vergeben haben, hier einfach die Enter-Taste drücken. Und ob wir jetzt eins setzen wollen, auch wieder einfach die Enter-Taste drücken und nun müsst ihr euer Passwort eingeben. Dieses Passwort braucht ihr auch später, um euch mit MySQL zu verbinden. Das Ganze nochmal wiederholen und remove anonymous users yes. Und hier auch wieder yes, beziehungsweise einfach die Enter-Taste drücken. Yes und auch wieder Yes. Als nächstes wechseln wir ins Verzeichnis, wo später phpMyAdmin liegen wird, mit dem Befehl cd /usr/share und laden uns PHP runter. Das Ganze jetzt noch entpacken und anschließend die ZIP-Datei, da diese ja nicht mehr benötigt wird, einfach löschen mit rm. Anschließend noch kurz die Namen umändern mit folgendem Befehl und auch wieder die Enter-Taste drücken. Und anschließend Rechte vergeben mit folgendem Befehl. Jetzt müssen wir eine Apache 2 Konfigurationsdatei erstellen mit folgendem Befehl und dort dann einfach folgenden Text eingeben. Diesen könnt ihr natürlich auch wieder unten aus der Videobeschreibung rauskopieren, einfügen, Steuerung X, Yes, Enter und das Ganze ist gespeichert. Nun noch die Config kurz aktivieren und den Apache-Server neu starten. Nun erstellen wir noch kurz ein temporäres Verzeichnis für phpMyAdmin. Auch wieder einfach den Befehl eingeben. Ihr seht, das ist alles relativ einfach. Und nun noch mal kurz Besitzrechte vergeben und Enter. Nun müssen wir jetzt noch den Root-Login aktivieren. Das geht ganz einfach mit folgendem Befehl. Dann den Befehl eingeben und den und danach dann einfach Exit. Nun könnt ihr mit eurer IP /phpMyAdmin euch mit eurem vorhin gesetzten Root-Passwort in eure MySQL-Datenbank einloggen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu helfen und damit sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.